Webserien können natürlich beides sein. Und es gibt ja in Deutschland genug Beispiele für tolle, erfolgreiche Formate, in den Marken ganz prominent vertreten sind. Und es gibt eben da, wo wir sind, hat das Ganze irgendwie Ende der 90er Jahre mit dem Bloggen im Internet. Damals haben Themen, Meinungen oder auch Marketing an etablierten Medien vorbei, wie Print, Fernsehen oder Radio, konnte man plötzlich ohne großen Aufwand publizistisch tätig werden. Das Podcasten hat das Textbloggen danach quasi fortgeschrieben und in das Audioformat gebracht. Apple kam dann und jetzt Apple hat die Möglichkeit, selbstproduzierte Sendungen im Sprechformat einem breiten Publikum zugänglich zu machen, aber letztendlich erst umfassend möglich gemacht. Dieser Internetgigant hat das Podcasten auf dem iPod als eigene Funktion Anfang der 2000er Jahre etabliert. Seitdem gibt es aus allen möglichen gesellschaftlichen Nischen heraus Audioblog-Angebote, meist sehr spezialisiert und in energischer Tiefe mit unter stundenlangen über Details ihres Themas sprechenden Podcastern. Diese Tiefe haben Podcast-Angebote wie zum Beispiel Serial aus den USA oder auch Angebote unserer Gäste mit den Webserien hier mindestens gemeinsam stundenlang über etwas in einer gewissen Tiefe erzählen. Kurze Zeit später, also 2005, ist dann YouTube im Netz erschienen. Man konnte Videos hochladen. Ein Jahr darauf hat Google das Unternehmen gekauft und seit 2007 können sogenannte YouTuber mit diesem Videoportal sogar Geld verdienen. Seit YouTube gibt es neben dem Blog und Podcast als Angeboten also eine dritte individuelle Möglichkeit, an den etablierten Strukturen vorbei, unabhängig Medien bereitzustellen. Das sollte sich in der Entwicklung noch steigern. Im gleichen Jahr 2007 hat wieder Apple das Smartphone auf den Markt gebracht. Da hat sich so einiges vereint, was man vorher mit mehreren Geräten in der Hosentasche hantieren musste, MP3-Player oder der PC zu Hause. Kennen wir alles. Und mit den hochauflösenden Bildschirmen wurde es dann erst richtig schick. Das Bloggen hat also immer weiter fortgeschrieben und neben dem geschriebenen Textblog und dem gesprochenen Wortblog kam dann das Visuelle hinzu und vereinte alle Blog-Varianten in den Videoblog oder auch in das Videopodcasting. Der Konsument hat somit seit der Etablierung des Internets immer mehr an Gestaltungsmacht bekommen. Auf allen beschriebenen Ebenen werden unabhängig produzierte Inhalte von einer Community freiwillig finanziert. Das, finde ich, ist ein enormer Fortschritt, dass man als Publikum quasi mitdiskutieren kann, aber auch mit bezahlen kann für Angebote, die einem gefallen. Dazu kam der Fortschritt in der AV-Technik, aber auch die Bandbreiten des mobilen Internets lassen mittlerweile Livestreams zu. Hier in Hamburg hat das zuletzt bei den G20-Demonstrationen beachtlicherweise funktioniert und veranschaulicht. Twitter, YouTube und ein alternatives Mediacamp haben während der Proteste veranschaulicht, dass neben den sogenannten Leitmedien ein anderer Journalismus möglich ist. Und diese Gegenöffentlichkeit, wie ich es nenne, schreitet also immer weiter voran. Das Fernsehen ist also abgelöst oder Podcast als Revolution, Internet, TV vielleicht eine Alternative. Also was benötigen denn eigentlich Medienangebote wie Blogger, Podcaster oder Internet-TVler? Welche sinnvollen Rahmenbedingungen benötigt diese Gegenöffentlichkeit auf kreativer, finanzieller, aber auch politischer Ebene? Diese Frage geht gleich Siri Keil mit den Gästen der kommenden Stunde auf den Grund. Die letzten 15, 20 Minuten soll das Publikum mit reingenommen werden oder auch, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, scheut euch nicht, euch zu melden. Und somit möchte ich einfach vorstellen, vielleicht einfach auf die Bühne bitten, Holger Kreimeier ist seit 2007, betreibt Holger. Seit 2007 betreibt Holger das Online-Magazin Fernsehkritik.tv, in dem er einen kritisch-satirischen Blick auf das deutsche Fernsehen wirft. 2013 gründete er das Studio Alsterfilm in Hamburg. Dort produzierte er die Sendung seines Online-Portals Massengeschmack.tv, unter dessen Dach neben Fernsehkritik.tv weitere Online-TV-Magazine in Full-HD erscheinen. Getragen wird der Internet-TV-Sender von einer Abonnentenschaft. Früher war Holger als freier Journalist beim NDR tätig. Diese Beschäftigung hat ihn wohl sehr kritisch gegenüber dem Fernsehen gemacht. Herzlich willkommen, Holger. Gregor Kartios
Ja, 2012 veröffentlichte der heutige Internet-TV-Sender Rocket Beans aus Hamburg sein erstes Videoangebot auf YouTube. Später wurde auf YouTube ein Livestream-Kanal angerichtet, der 2015 dann als Internet-TV-Sender seinen Regelbetrieb aufnahm. Das Spartenprogramm von Rocket Beans beherbergte auch die Nachfolgesendung von Game One. Korrigiere mich ruhig, wenn das nicht stimmt. Von MTV und dem Podcast Plauschangriff. Eine Institution, wenn es um die Auseinandersetzung mit Videogames und Computerspielen ging. Gregor ist einer der drei Macher von Plauschangriff und somit auch ein Pionier hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Gregor. Mit einem ganz normalen Webblog mit dem Namen Sozialtheoristen hat unser dritter Gast, Stefan Schulz, 2008 eigene publizistische Erfahrungen gemacht. Der Blog, der während seines Soziologiestudiums in Bielefeld entstanden ist, hat wohl auch den berühmten Feuilleton-Chef der FAZ in Frankfurt beeindruckt, Frank Schirmerer, mittlerweile schon verstorben. Dieser holte Stefan zur FAZ, der wiederum bis Ende 2014 für die FAZ zu Medienthemen schrieb. Nach seiner Erfahrung bei der FAZ erschien 2016 sein Buch Redaktionsschluss, gab hier schon Signierstunde eben, die Zeit nach der Zeitung, in dem es vom Untergang der Printzeitung und der Einfallslosigkeit großer Leitmedien geht, die nicht verstehen wollen, dass Google, Facebook und Co. längst die Redaktionstisch übernommen haben. 2015 startete er mit dem Videoblogger Thilo Jung von Jung und Naiv einen eigenen Podcast, den Aufwachen-Podcast, Abendnachrichten zum Frühstück. Kann ich nur empfehlen, hört rein, Leute, das ist wirklich klasse. Wer Politik mal anders erleben will, der ist hier herzlich willkommen. Darin geht es, die vergangene Woche aus Sicht der Hauptnachtmagazine ARD und ZDF zu schauen und inhaltlich kritisch zu bewerten. Der Podcast hat sich in den Jahren, wie ich finde, ich kenne ihn schon ein bisschen schön entwickelt. Früher haben wir nur das Bild gesehen, jetzt sind auch Sprecher im Bild, es sind Gäste am Start. Also, da ist eine Menge Entwicklung drin. Diese drei Herren haben hier diese Entwicklung, denke ich mal, seit Anfang der 2000er Jahre gut mitgemacht. Herzlich willkommen Stefan, viel Spaß bei diesem Panel und herzlich willkommen Siri, die meine Moderation macht. Ich räume jetzt gerade auch erstmal so ein bisschen auf, hallo, damit auch alle verstärkt werden. Einer von euch, oder ihr müsst euch, eins, zwei müsst ihr euch teilen. So, und als nächstes rücke ich meinen Stuhl ein bisschen so, dass ich alle sehen kann. Hallo, ich bin Siri. Hallo. Und hier sind meine Fragen, aber vielleicht brauche ich die gar nicht. Ich habe nämlich festgestellt, wir haben uns geeinigt vorher, wir sprechen hier in der kommenden Stunde über Geld und über den, ja, den Abgesang auf die etablierten Mainstream-Medien. Ich hoffe, das ist okay. Die Frage, die ich als erstes habe, ist aber an euch gerichtet. Wer von euch braucht eine Übersetzung? Ich kann jetzt ganz wenig sehen, Englisch. Niemand versteht die Frage, der eine brauchen würde. Niemand? That was so clever. Who of you needs a translation in English? That is, yeah. That was definitely a good hint to what. Needs to be asked. So anyway, needs a translation in English. How many? Two, one, two. Three. Four. Four. Maybe. Maybe we could gather everyone who needs a translation in English in one corner, and we have, yeah, that would be really nice, and we have sort of like a whispering translation. Would that be okay? Who would be the one who would translate that? Where's the translator? Okay, so... everybody who needs a translation, maybe join us back here. Very good, thank you very much. Keep you informed. Das ist sehr hell hier. Und da gucke ich jetzt einfach die nächste Stunde wieder hier hin. Also, erstmal nochmal von meiner Seite herzlich willkommen an alle, die hier sind bei diesem tollen Wetter. Muss das Interesse groß sein, wenn man sich in einen dunklen Raum setzt. Und ich muss einfach mal ganz kurz anfangen zu fragen, ist es wirklich so, dass ihr stundenlang euch an einem Thema festbeißt und darüber berichtet, Holger? Ich eigentlich weniger. Wir haben ja verschiedene Sendungen, wie du schon gesagt hast, und gehen in der Regel so ein bis anderthalb Stunden. Ich glaube, da ist Stefan derjenige, der hier der Ansprechpartner ist. Würdest du das für dich so sagen? Du kaust stundenlang auf einem Thema, oder ihr kaust stundenlang auf einem Thema rum? Ja, nicht ein Thema. Läuft das? Okay. Es ist nicht nur ein Thema, also unser Programm, wir gucken zu zwei Fernsehnachrichten, also wir sehen uns auf der Seite des Publikums,
wachen morgens auf, haben jetzt eben Mediatheken und drücken auf Play und kommentieren es dann, so ungefähr. Wir haben sozusagen die Themenbandbreite der Artennachrichten, die wir uns dann vornehmen. Zweimal die Woche machen wir es jetzt, so hat sich es eingespielt, in Resonanz mit dem Publikum irgendwie. Das sind dann zweimal drei Stunden. Manchmal wissen wir vorher, dass wir nur eine in der Woche schaffen, weshalb wir schon Podcast-Aufnahmen über 6 Stunden gemacht haben. Die haben sich dann allerdings nicht so bewährt, sodass wir jetzt wieder bei 3 Stunden sind und versuchen es in 2 Blöcken in der Woche zu machen. Gregor, Rocket Beans, ich würde es ganz gut finden, würdet ihr jeweils mal, jeder für sich nochmal kurz sagen, was unterscheidet eigentlich jeweils euer Programm von dem der anderen? Naja, Rocket Beans sind speziell natürlich ist nicht nur Podcast, auch wenn es da unter anderem den Plauschangriff-Podcast gibt, der auch schon seit Game One-Zeiten Bestand hatte, was ja eine TV-Sendung über Videospiele war im klassischen Fernsehen, was ja heutzutage nicht mehr so richtig akut ist und funktioniert, sondern wir alle ins Internet abgewandert sind. Und bei uns ist zumindest der Plauschangriff selbst ist ein Podcast über viele verschiedene Themen, hauptsächlich aus der Popkultur, Videospiele, Filme, Serien und so weiter. Da kann es, um mal kurz die Längenfrage zu beantworten, durchaus auch lang werden, weil wir haben uns nie so eine Endzeit vorgegeben. Vor allem, wenn ihr sagt, da machen wir mehrere Teile dazu. Das längste vom Umfang her, das war aber auch in 2 Aufnahmesessions, war ein Podcast über Videospielverfilmung. Der hatte ungefähr 6-7 Teilnehmer insgesamt und wir sind bei 8,5 bis 9 Stunden gelandet. Aber war aufgeteilt. Zumindest, sodass man das machen kann. Und Rocket Beans TV selber ist quasi der, ich weiß nicht inwiefern das heutzutage natürlich immer noch gilt, weil ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, seit 2015 der erste 24/7 Internetsender Deutschlands, also quasi nach dem Vorbild von TV-Sendern im klassischen, wie hat man so genannt, lineares Fernsehen früher, dass man mit dem richtigen Schedule dann Sendungen hat, die live ausgestrahlt werden über Twitch und YouTube-Vertriebsplattformen, dass wir da autark Sendungen produzieren, wirklich à la Couleur, nicht nur Richtung Videospiele, sondern auch Late-Night-Shows und alles drum und dran. Und ja, darin sind auch Podcast-Formate drin oder andere Angebote, die so als Sendungen laufen, zum Beispiel Fußballformate, die dann auch als Podcast angeboten werden im Nachhinein, damit man für die Leute, die kein Bild brauchen, sich die Sachen anhören kann.